Oh, sieht das lecker aus. Unsere Claudia darf Feuerzangenbowle probieren. Claudia, sieht lecker aus. Ja, total. Was ist denn die Grundlage von Feuerzangenbowle? Also die Grundlage für die Feuerzangenbowle ist ein guter deutscher Landwein. Das wird gemischt oder gewürzt nachher mit schönen Weihnachtsgewürzen wie Nelke, Orange und Zimt. Und was natürlich ganz wichtig ist, der braune Zucker, der im kleinen Zuckerkegel drüber abgebrannt wird, dass der Zucker karamellisiert und langsam in die Feuerzangenbowle hineintropft. Und das macht den klassischen Geschmack nachher aus. Aber verbrennt dann nicht der ganze Alkohol? Nein, um Gottes Willen. So viel verbrennt er auch nicht. Nein, nein. Dann ist du ja gut. Du wirst es gleich wieder merken. Okay. Ha, sieht das gut aus. Heiße Flammen, heißes Getränk, das gehört zu Weihnachten. Und der Zucker karamellisiert langsam. Siehst du, jetzt bricht er langsam rein. Wie viele Umdrehungen hat denn Feuerzangenbowle? So viel, dass man kein Auto mehr fahren darf. Mehr oder weniger als Glühwein? Auf jeden Fall mehr, ja. Okay. Weil Rum brennt ja erst ab 54%, also ist eine ganz schöne Mischung drin. Und mehr oder weniger als der Eisbrecher? Mehr auch als der Eisbrecher. Oha. Der Eisbrecher ist ja mit 40%igen Rum gemacht oder aufgeschenkt und die Feuerzangenbowle mit 54%igen Rum. Und der Zucker muss komplett verbrennen, muss komplett verbrannt sein. Erst genau. kann man trinken. Genau, eben warten, bis der Zucker weg ist. Man kann ihn natürlich auch, wenn er jetzt vorbei ist, mal eben einmal, guck mal, zack, einmal so rein. Einmal pusten, zack. Und jetzt ist hier eigentlich servierfertig. Na dann. Servierfertig für Claudia. Und gleich geht natürlich nochmal die Frage an Willi. Wie viel von dieser Feuerzangenbowle verträgt denn so der Durchschnittsweihnachtsmarktbesucher? Naja, ich würde sagen, die Damen trinken eine. Wenn es denn gut geschmeckt hat, vielleicht mal eine zweite dazu. Unsere guten Kampftrinker, die dann immer auf dem Weihnachtsmarkt sind, die ein vernünftiges Weihnachtsgefühl haben wohl, die nehmen auch schon mal 3-4 Stück. Und Claudia hat schon genippt, zwinkert ganz zuversichtlich. Wie schmeckt's? Sehr weihnachtlich, durch die Gewürze und vor allem der Zucker. Schmeckt so nach Karamell, hat ein schönes Karamellaroma. Was macht denn weihnachtlichen Geschmack aus? Die Würze allein? Naja, die Wärme natürlich. Und eben die Gewürze, zimtig, karamellig, Nelken, alles schmeckt man raus, ist sehr weihnachtlich. Also ein Getränk, das auf deiner Highlight-Liste ganz oben angesiedelt werden kann? Weiter oben als der Eisbrecher schon mal, weil es einem auch nicht gleich die Schuhe auszieht. Stimmt, die Schuhe sind an. Noch ein Schluck für die Kamera. Der Kameramann Dennis wird auch schon ganz durstig. Willi kennt er schon. Also den Geschmack von Feuerzangenbowle. Ja, also ich trinke ab und zu auch gerne mal eine, obwohl ich nicht so der Glühweintyp bin, aber die Feuerzangenbowle genehmige ich mir auch gerne mal. Super.